Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen aus dem Studio von OKTV Ludwigshafen zu einer weiteren Folge unserer Reihe Im Gespräch. Heute mit einem Gast von der anderen Rheinseite aus der Metropolregion. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor von Thadden, dem Rektor der Universität Mannheim. Herzlich willkommen hier im Studio des offenen Kanals, des ältesten Bürgersender der Republik, mittlerweile auch mit einem breiten Ausbildungsspektrum zwischen beruflicher Bildung und akademischer Bildung und sicherlich auch ein interessantes Medium für unser Gespräch über die Rolle der Universität, über Bedeutung der Wirtschaftswissenschaften und über die Entwicklung der Universität Mannheim in den vergangenen Jahren. Und ich möchte eigentlich einsteigen. Sie sind ja auch Wirtschaftswissenschaftler, promovierte Wirtschaftswissenschaftler mit sehr viel Erfahrung an europäischen Universitäten, seit 2012 Rektor der Uni Mannheim und haben ja dann das Rektorat angetreten nach einer durchaus ja auch mitunter kontrovers geführten Umstrukturierung der Universität unter dem Stichwort Profilschärfung als Wirtschaftshochschule. Wenn Sie jetzt auf die letzten zweieinhalb Jahre Ihres Rektorats zurückschauen und auf die Entwicklung der Universität, was hat sich denn getan? Es hat sich nicht so viel getan, wie man vielleicht in der Öffentlichkeit manchmal denkt oder erwartet. Das habe ich damals ja auch in meiner Antrittsrede gesagt. Es geht mir eigentlich eher darum, und ist mir seit 2012 darum gegangen, die Universität zu konsolidieren auf dem Kurs, den mein Vorgänger eingeschlagen hatte und der in der Tat hin und wieder vielleicht an ein, zwei Stellen auch etwas für Diskussion gesorgt hat. Die Universität ist im Prinzip aufgestellt in ihren Schwerpunkten so, wie das in den letzten 10 Jahren gemeinsam beschlossen worden ist. Wir haben unsere 6 Fakultäten, also die Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Jura, die Philosophische Fakultät, Mathematik, Informatik und die Sozialwissenschaftliche Fakultät. Das ist damals das Profil gewesen, dabei ist es geblieben, dabei bleibt es auch. Und die Frage ist eher, wie erfüllt man diese Art von Struktur mit Leben? Und was kann man tun, damit die einzelnen Fächer, Fachbereiche, Gebiete zusammenkommen, zusammenarbeiten, auch von dieser Spezialisierung, die wir ja nun haben, auch Gewinn ziehen. Und das ist sicherlich die große Herausforderung, die wir in den letzten Jahren versucht haben anzugehen und ich glaube, auf einem guten Weg. Sie sind denn ja auch fakultätsübergreifend vorgegangen, dass sich die Wirtschaftler, also die Betriebswirte und die Juristen enger zu einem gemeinsamen Studiengang entwickelt haben. Also Interdisziplinarität ist ja auch eines der Stichworte. Ist sicher eine der großen Themen bei uns. Und zwar nicht nur, in Anführungsstrichen, nur BWL und Jura. Also das können Sie im Grunde quer über die Universität durchdeklinieren, wer mit wem. Und zwar auch auf ganz interessante und auch für Deutschland, denke ich, wegweisende Art und Weise. Also Beispiele wären hier natürlich unser Bachelor und inzwischen auch Master im Bereich der Philosophie im weiteren Sinne, heißt philosophische Fakultät, also Sprachen, Geschichte, Philologien, Philosophie, die gemeinsam mit der BWL-Fakultät im Wesentlichen, also der BAKUWI, wie wir ihn nennen, der Bachelor in Kultur und Wirtschaft, einer der ganz großen Erfolgsmodelle, der schon seit Jahren bei uns angelegt war, auch auf uralte Traditionen zurückgeht an der Mannheimer Wirtschaftshochschule und jetzt also als Masterprogramm fortgeführt wird und wiederum ein großer Erfolg wird. Wir haben sehr gute Bewerber, wir haben sehr gute Absolventen und ein typisches Beispiel, dass man eben das eine tun kann, ohne das andere zu lassen. Man studiert bei uns, ich weiß nicht, Romanistik oder Geschichte oder irgendwas, was man gerne macht und wo man glaubt, auch was beitragen zu können und was Interessantes zu machen. Und außerdem bekommt man Grundausbildung in Wirtschaft und das heißt, man kann nachher sowohl in großen Zusammenhängen denken in Bezug auf die Wirtschaft, als auch bestimmte Kernelemente des Marketing, der Buchführung und so weiter beherrschen. Und das heißt, das sind Absolventen, die auch nachher sehr gefragt sind. Also sie machen im Studium sowohl das, was ihnen Spaß macht, nehmen wir mal an, BWL macht ihnen nicht so viel Spaß, und trotzdem haben sie nachher einen interessanten Karriereweg in den verschiedensten Bereichen in der Wirtschaft oder in der Verwaltung vor sich. Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben andere Verbindungen, wo die Informatik sehr stark mit der
entweder Wirtschaftswissenschaft oder der Geisteswissenschaft zusammenarbeitet, Stichwort Electronic Philologies, also die elektronische Analyse von Texten, wo wir haben sehr starke Verbindungen zwischen der Volkswirtschaftslehre, der Politikwissenschaften, einer der bekanntesten Sonderforschungsbereiche in Deutschland in diesem Bereich. Wie kriegt man Wirtschaftsreformen hin? Warum klappen manche, warum klappen andere nicht? Zwischen VWL und Politologie. Wir haben Zusammenarbeit zwischen Soziologie, Politologie, Psychologie, aber dann auch natürlich den Wirtschaftswissenschaften. Wir haben einen sehr interessanten Jura-Ausbildungsgang, der sogenannte Wirtschaftsjurist, der in Deutschland auch für Furore gesorgt hat, wo unsere Juristen zum ersten Mal nicht nur einen Bachelorstudiengang bekommen, also 3 Jahre studieren und dann ausgebildet sind in wichtigen Bereichen, sondern eben das auch mit Wirtschaftswissenschaft, sowohl BWL als auch VWL kombinieren, also etwas können, was viele andere Juristen eben nicht so in ihrem Studium lernen. Ganz bewusst eben diese Interdisziplinarität auch in diesem Bereich angelegt. Und die Liste ginge noch weiter, bloß wir haben nicht so viel Zeit heute. Also das ist ja auch dann wirklich ein spannender Ansatz der von Mannheim, wie ich auch in der Vorbereitung auf das Gespräch ja auch dann gelesen habe, dass diese Interdisziplinarität ja eines der Dinge ist, die durchaus jetzt auch ausstrahlt auf die deutsche Hochschullandschaft. Also die Fragen der Verknüpfung verschiedener Wissenschaften, auch gerade angesichts einer unglaublich gesteigerten Komplexität in allen Wissenschaftsbereichen. Und das bringt ja auch neue Perspektiven auf den Forschungs- und Untersuchungsgegenstand. Auf jeden Fall. Also man muss ein bisschen aufpassen. Also Interdisziplinarität ist ein Modewort seit 10 Jahren, was jeder gerne möchte. Weil natürlich, es gibt immer so ein Stereotyp des engen Fachwissenschaftlers, der da vor sich hin forscht und nicht aus dem Fenster seines Elfenbeinturms guckt und am Ende ist es nicht relevant, was er macht. Das will man gerne durchbrechen und spricht dann eben von Interdisziplinarität. Und das ist also kein Wert an sich, das würde ich nicht sagen. Aber was wir in Mannheim eben häufig zeigen, ist, dass es, wenn man es richtig macht und wenn man es also auch ganz bewusst von der Fragestellung herkommend macht, dass man dann eben wirklich was lernen kann. Denn die Disziplinen reden eben häufig aneinander vorbei und das eben dann vom Problem herkommend aufzuarbeiten, dann bringt es wirklich was, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung. Und die Forschung ist in der Hinsicht durchaus schwieriger, weil da hat natürlich jeder seinen eigenen Rahmen, sein eigenes Korsett, in dem er oder sie denkt. Das zusammenzubringen ist dann häufig noch schwieriger als bei Studenten, die viel offener sind und von Natur aus gewohnt sind, in verschiedenen Bereichen unterwegs zu sein und dann auch gerne mal hier und hier und hier hören. Und das zusammenzubringen ist einfacher. Die Forschung ist manchmal schwieriger, aber das ist die Herausforderung. Ich denke, wir sind in Mannheim in dem Bereich sehr erfolgreich bis jetzt gewesen. Und ich hoffe sehr, dass wir auch das in den nächsten Jahren eben vertiefen. Sie fragten, was hat sich in den letzten Jahren geändert? Da hat sich nicht viel geändert, aber es sind Dinge vertieft worden, die mir am Herzen liegen. Beispiel wäre die Graduiertenausbildung, in der wir sowohl Betriebswirte als auch Volkswirte als auch Sozialwissenschaftler, Psychologen gemeinsam in der Doktorandenausbildung integrieren, ihnen eine Weiterbildung geben, also eine gemeinsame intellektuelle Entwicklung ermöglichen und dann eben aber auch auf höchster Ebene fachlich herausragende Dissertationen schreiben lassen. Also nicht im allgemeinen Diskurs untergehende, überbordende Diskussionen, sondern eben dann auch auf die Fachwissenschaften konzentriert, aber inspiriert eben von den anderen Wissenschaften, die da drumherum angesiedelt sind und die Studenten auf diese Weise kennenlernen können. Und das hängt ja dann auch unmittelbar auch mit der Exzellenzinitiative der Bundesregierung und der Tatsache, dass Mannheim sich da ja seit 2006 immer positionieren konnte und in den Genuss der Exzellenzmittel kommt und damit auch zu den besten Universitäten der Republik gehört. Ganz sicher. Also das kann man, glaube ich, ohne ganz falsche Bescheidenheit sagen. Da haben wir was Tolles aufgebaut. Da arbeiten die Kollegen wirklich auf allerhöchstem Niveau. Und die Ergebnisse, die wir haben, sind, denke ich, sehr gut. Man kann in der universitären Welt nie zufrieden sein, genau wie in der Wirtschaft. Man muss immer weiter und wer stehen bleibt, der ist dann ziemlich bald überholt, denn es gibt sehr viel Innovation, sehr viel Energie in anderen Universitäten, in anderen Ländern.
außerhalb von Deutschland sehr viel Dynamik. Da müssen wir uns dran orientieren, aber das tun wir eben auch. Die Graduiertenschule insbesondere ist international ausgerichtet. Es ist alles komplett auf Englisch. Ein Großteil der Studenten spricht gar kein Deutsch. Und die ganze Struktur ist Englisch und ist ausgerichtet auf den Austausch mit den führenden Universitäten im Ausland. Und das heißt also, da sind wir, denke ich, schon auch sehr sichtbar, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Ohne die Exzellenzinitiative wäre das nicht gegangen, ist ganz klar. Also 2005 war für Deutschland ein wichtiges Jahr. Da hat die damalige Bundesregierung mit sehr viel Mut und ein bisschen, sagen wir mal, Naivität ein Riesenprojekt in die Welt gesetzt. Die Länder haben geholfen, Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder, wie man korrekt sagen müsste. Länder haben geholfen, finanzieren auch mit. Baden-Württemberg finanziert 25% der Exzellenzinitiative im Lande mit. Und das hat wirklich transformatorisch gewirkt. Da sind Projekte entstanden, die sonst nicht möglich gewesen wären, weil sie eben gegen den herrschenden Trend oder gegen die etablierten Strukturen eben doch verstoßen haben in mancher Hinsicht. Da brauchte man also ein bisschen die Legitimation, um mal was anderes zu machen, was Neues zu machen, auch mal was zu dürfen, was man sonst nicht so ohne weiteres darf. Und Sie sagten ja eben schon, dass also auch die Exzellenzinitiative Voraussetzung war, auch das internationale Renommee der Universität Mannheim deutlich zu heben, auch die internationale Vernetzung in der Wissenschaft, aber auch unter den Studierenden in der Lehre voranzutreiben. Und das ist ja ein sehr spannendes Feld, einerseits hier in dieser Metropolregion mit Weltfirmen, die auch mit dem Rest der Welt in Anführungszeichen agieren, Wirtschaftsaustauschen, weltweit agieren und arbeiten, aber andererseits ja auch dieses regionale Verankertsein in einer ja uralten politischen Struktur der Republik, die sich jetzt in der Metropolregion Rhein-Neckar widerspiegelt. Da spielt die Universität Mannheim ja auch eine besondere Rolle zwischen dem Lokal-Regionalen und dem Internationalen. Das ist sicherlich eine Rolle, die gerade Universitäten gut spielen können. Also Sie erwähnen zu Recht die Weltfirmen, natürlich BASF, SAP, das sind die großen Firmen, die ganz automatisch auch weit über die deutschen Grenzen hinausdenken und schon gar nicht über die regionalen Grenzen raus. Also für die ist natürlich der Kontakt mit Kalifornien, mit Shanghai, mit Vorderasien, mit Frankreich, England, das sind die ganz normalen Orte, mit denen man ständig in Kontakt sein muss über die Zeitzonen hinweg. Und das ist natürlich für einen normalen Betrieb hier in der Kurpfalz nicht immer so das typische Denkmuster. Und da ist die Universität eben von ihrer ganzen Anlage her ja irgendwie doch geistesverwandt. Also die Kooperationspartner, die Forschungspartner, die Studienaustausche, das ist eben Thailand oder Florida oder Spanien, je nachdem, da gibt es keine Grenzen und das ist eben richtig international und passt dann in der Tat auch genau in dieses, sagen wir mal, in diese Lebenswelt der großen Firmen. Aber ich denke, es passt auch in die Lebenswelt der kleinen Firmen, denn wir sehen auch hier in der Region natürlich eine unglaublich dynamische klein- und mittelständische Wirtschaft, die ja auch sehr stark daran interessiert ist, sich auf den Weltmärkten eben zu etablieren und ganz, ganz natürlich überall im Grunde dabei ist. Für die ist es ganz wichtig, eine Universität vor Ort zu haben, die eben auch zum Beispiel Studierende von außerhalb anzieht. Nicht? Dass man eben, wenn man da bei uns durch das Schloss über den Campus geht, da hören sie jede Menge Sprachen, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Und das sind dann junge Leute, die kommen für ein paar Jahre zu uns, studieren hier. Häufig gehen sie wieder zurück, ist auch gut, bringen sie was mit und haben was in ihren eigenen Ländern einzubringen. Aber sie bleiben eben auch hier und die Region kann diese Leute gebrauchen. Und das wird ja auch von der Wirtschaft angenommen. Also das wird sehr, sehr gut angenommen. Es wird eher umgekehrt. Also man wünscht sich, dass wir noch mehr machen können. Und wir tun es, aber es ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Also wir haben in der Universität jetzt seit 2 Jahren eine große Internationalisierungsstrategie, in der wir nochmal investiert haben in Dinge wie akademisches Auslandsamt, wie englischsprachige Übersetzungsprogramme. Inzwischen werden viele unserer Dokumente auf Englisch bereitgestellt und manchmal gar nicht mehr auf Deutsch, aber auf jeden Fall auch auf Englisch, sodass man eben auf dem Campus und im Betrieb leben kann, ohne gut Deutsch zu können. Das ist ja für viele Auswärtige ein ganz großes Hindernis. Und das heißt also, das sind Programme, die kosten Geld, das sind Programme, die sind auch sehr intensiv, da arbeiten viele Mitarbeiter wirklich daran. Das nennen wir nur so beispielhaft unser Welcome Center, das haben wir gleich auf Englisch benannt. Und
müsste man auf Deutsch auch nochmal einen Namen für finden, wo man eben Studenten, Wissenschaftler, Mitarbeiter, die von weit her kommen, betreut und ihnen erklärt, wie funktioniert eigentlich eine deutsche Einwohnermeldebehörde oder wie funktioniert eine deutsche Bank, wie eröffnet man ein Konto und all solche Sachen, die man ja nicht kennt, wenn man hierher kommt. Und das müssen wir auch in Deutschland noch viel mehr machen, dass eben gerade die gut ausgebildeten, gutwilligen, die zu uns kommen wollen, dass die auch dann einen halbwegs einfachen Einstieg finden und sagen, jawohl, hier fühle ich mich willkommen, ich gehe an die Arbeit und los geht's. Also das sind Strukturen, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren und die sicherlich auch für die ganze Region eine Bedeutung haben, da bin ich sicher. Denn das spiegelt sich ja auch ein bisschen die Geschichte der Uni wider. 1967 gegründet, eine der jungen Universitäten, allerdings eigentlich ja auf 1793 bereits oder noch früher rückführbar auf die alte Kurpfalz. Also die, und dann noch im größten Barockschloss, der, ich glaube fast der ist größer als Versailles, Deutschlands auf jeden Fall, mit einem ganz besonderen Studienort untergebracht. Also so auch die moderne plus aber auch verankerte Vergangenheit. Ja, also man kann es, wenn man es möchte, bis ins 18. Jahrhundert zurückführen, in die Akademie von Karl Theodor, aber das muss man nicht. Das war was anderes als eine Universität. Das wäre ein bisschen groß. Nee, ich würde es zurückführen auf 1907, auf die Gründung der Handelshochschule hier in Mannheim, durch die Bürgerschaft übrigens, eine von der Bürgerschaft geschaffene, heute würde man sagen Fachhochschule, die sich ja dann sehr, sehr gut entwickelt hat, so ein bisschen als Gegenmodell zu Heidelberg, nicht? Die große Universität mit allen ihren vielen exzellenten Bereichen, in Mannheim eben das Pragmatische, das Umsetzen in die Praxis, aber von Anfang an auch übrigens schon mit Geisteswissenschaften. Das gehört da schon zusammen. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein neuer Auswuchs, den man gemacht hat, als man Geld hat, sondern Geisteswissenschaften bis hin zu Geografie und solchen Bereichen, die damals schon dazugehörten, sollte eben ein guter Kaufmann können. Ja, und dann, wie Sie sagten, 1967 die offizielle Ernennung zur Universität. In dem Sinne sind wir also jung. Natürlich, also eine Verankerung in der Region, die natürlich ganz wichtig ist. Und das ist die Tradition, die eben die Stadt Mannheim begründet hat. Da ist jetzt das Schloss ein schönes Beispiel dafür. Da wünsche ich mir durchaus auch eine stärkere, noch stärkere Verankerung in der Stadt und in der Gesellschaft der Stadt. Denn wir wachsen längst über das Schloss hinaus. Das Schloss ist zu klein. Inzwischen besetzen wir also größere Teile der Quadrate, im südlichen Teil der Quadrate, von A6 bis hin zum Kaiserring am Bahnhof. Und das ist doch ein größeres Gelände, das so ein bisschen zerstückelt wird. Da führt die Bismarckstraße durch, die diesen Campus dann problematisch und unattraktiv macht. Also da, denke ich mir, hat die Stadt in den nächsten 10 Jahren eine Aufgabe, auch ihr Erbe als Universitätsstadt auch noch mit ein bisschen Leben zu erfüllen. Die Kooperation ist sehr gut, es gibt vielen guten Willen, aber man muss eben auch sehen, die Universität ist eben deutlich mehr als das, was sie vor 50 Jahren war mit 3000 Studenten in irgendeinem Schlossflügel. Ja, es ist deutlich auch in der Bedeutung, in der Verankerung gewachsen, wie wir ja eben schon erörtert haben. Und als attraktiver Standort für die Studierenden, auch durch die Unterbringung, der schönste Campus Deutschlands, als Stichwort. Aber interessant ist ja auch die Profilschärfung als die Wirtschaftshochschule und dann die Kombination zu fragen, also gerade in diesen Zeiten der international gerade bewältigten oder immer noch schwelenden Finanzkrise, in einer Situation, wo eigentlich Volkswirtschaft ja eines der zentralen Wissenschaften sein sollte, um eben diese globale Krisensituation zu steuern und auch natürlich attraktiv für Studenten zu sein, sich mit diesen ja für uns alle essentiell wichtigen Themen zu beschäftigen. Wie sehen Sie denn da den Zusammenhang zwischen der Forschung, Lehre einerseits im Themengebiet Volkswirtschaft? Sie sind ja auch Volkswirt, also von der Pike auf. Wie sehen Sie das mit Blick auf Ihre Wissenschaft und die Attraktivität der Uni Mannheim? Sie sagen zu Recht, die Volkswirtschaftslehre sollte jetzt die dominante Wissenschaft sein, weil wir verstehen müssen, warum die Weltwirtschaft nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten und warum wir nicht den Wohlstand und die Leistung aus der Wirtschaft ziehen, die wir aus ihr ziehen
könnten, warum die Dinge nicht richtig funktionieren, was besser gehen müsste. Das ist so ein bisschen der Wunsch. Und die Frage ist, wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Und da muss man als Volkswirt ganz klar auch zugeben, die Wirtschaftswissenschaftler haben in den letzten Jahren das nicht geschafft, ihre entscheidenden Beiträge zu vermitteln und haben auch in vielen Bereichen sich den Schneid abkaufen lassen, haben in vielen Bereichen auch Dinge viel zu sehr vereinfacht. Das geht also von der reinen Mathematisierung mit Formeln bis hin zu der etwas billigen ordoliberalen Freiburger Schule und sonst was, wo man sagt, Dinge sollten so sein und keine Monopole und den Rest macht der Markt und wir sind sozial. Also das Leben ist einfach viel komplizierter, als das so die Einfachökonomen gerne versuchen zu vermitteln. Dasselbe gilt für viele andere Bereiche der Wissenschaft, auch in den Politikwissenschaften, in der Soziologie. Wir sehen das in vielen Bereichen, dass Differenzierung gefragt ist und vor allem die schmutzige Arbeit, die harte schmutzige Arbeit, sich die Daten angucken, sich angucken, was passiert eigentlich in bestimmten Märkten, in bestimmten Gremien, an bestimmten Orten, in bestimmten Firmen. Sie sehen, wie sind eigentlich genau die Mechanismen, und das zu erforschen, erfordert eben sehr viel technische Fähigkeiten. Da muss man sehr viel Datenverarbeitung machen, man muss gut in Statistik sein, man muss verstehen, was sind falsche Kausalitäten, was sind richtige Kausalitäten, wie wirkt eigentlich Politik, wer transformiert was und wer überträgt was wohin. Also das sind Dinge, die sehr viel buchstäblich monatelangen Schweiß des Gelehrten erfordern und nicht einfach nur so einen genialen kurzen Artikel, der sagt, die Welt müsste so sein oder so sein. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen von Mannheim, wenn ich mir das eben auch so in der Perspektive vorstelle. Wir haben eine sehr stark empirisch, quantitativ orientierte Forschung, sowohl in den Wirtschaftswissenschaften, aber auch in den Politik- und Sozialwissenschaften. Und das wird viel stärker eben mit Daten gearbeitet. Es werden die Zusammenhänge untersucht, wie sie wirklich in den einzelnen Gebieten da sind. Ich nenne das Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung, MCES, eines der größten Institute über soziologische und politologische Forschung in Europa, weltweit anerkannt. Ein Institut, in dem es eben darauf ankommt zu verstehen, ja, wie funktioniert jetzt eigentlich Integration oder Immigration oder wie funktioniert Altern oder wie funktioniert Familie, und nicht große Ideen allgemein formulieren, sondern die Daten sammeln, gucken, was passiert in den verschiedenen Ländern Europas, wie sehen die Ströme, die Zahlen aus. Also das sind Dinge, die typisch Mannheim sind, und wenn Sie das verbinden dann mit Forschungseinrichtungen wie dem ZEW, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, das ja als Zentrum außerhalb der Universität steht, aber eng mit uns kooperiert, ganz besonders bewusst die wirtschaftspolitische Beratung, die Analyse wirtschaftspolitischer Fragen im Mittelpunkt hat und sowohl mit den Volkswirten, als auch mit den Betriebswirten, als auch mit den Juristen, als auch mit den Politologen zusammenarbeitet, dann sehen Sie, dass also, wenn man praktisch denkt und empirisch arbeitet, dann haben Wirtschaftswissenschaften insbesondere einen großen Wert, und das müssen wir auch stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung, auch ins Bewusstsein der Politik bringen, dass es sich lohnt, nachzugucken, wie ist es denn wirklich und nicht, wie könnte es denn sein oder was sagt denn ein intelligent geschriebener Zeitungsartikel. Also raus aus den Modellen, ran an die Wirklichkeit. Rein in die Wirklichkeit. Aber das Interessante ist, Sie brauchen eben auch Modelle. Es hilft ja nichts. Ich meine, das ist ja genau die Struktur, die Ökonomen und Politologen und andere bringen können. Ich meine, es nützt ja nichts zu sagen, ich möchte eine Mietpreisbremse und deswegen schreibe ich jetzt rein, keine Miete darf mehr als 10% im Jahr steigen. Man muss ein Modell davon haben, wie funktioniert der Markt für Wohneigentum und für Mieten und wie hängen diese Märkte zusammen und wie sehen die Interaktionen auf so einem Markt aus und was würde ein Eingriff bedeuten in einer Modellwelt, die man eben gut versteht und dann empirisch eben auch abgleicht. Also der Witz ist nicht die Gegenüberstellung von Modell versus Wirklichkeit, das ist eine falsche, auch eine irreführende, in dem Sinne irreführende Konfrontation, sondern Sie brauchen beides, genauso wie Sie, wenn Sie Physik machen, natürlich ein Modell haben eines Atomkerns oder sowas, und das ist natürlich kein Atomkern, ist auch nicht richtig, das Modell, aber es hilft Ihnen, die Interaktionen auf molekularer oder auf atomarer Ebene zu verstehen. Und genauso müssen wir als Wirtschaftswissenschaftler arbeiten. Und das ist eine große Herausforderung, die auch in Deutschland nicht so stark traditionell verankert ist, wo eben doch stärker mehr die, sagen wir mal, die normative Denkweise in der Folge der Freiburger Schule oder Max Webers oder so dominiert und weniger die pragmatische angelsächsische Tradition. Wie funktioniert das eigentlich?
Und wie attraktiv ist das für die Studentinnen und Studenten? Also wie wird denn dieses Angebot bei den Bewerbern um die Studienplätze wahrgenommen? Kommt auf die Fächer an. Ich meine, man muss auch fairerweise sagen, es wäre jetzt leicht so zu brüsten und sagen, wir haben die besten Bewerberverhältnisse Deutschlands und so. Das ist zwar richtig, aber man muss ein bisschen aufpassen. Die Betriebswirtschaftslehre, die bei uns in Mannheim ja eine besonders starke Position hat, hat natürlich diesen besonderen Appeal, dass sie einfach sehr, sehr praxisnah ist. Also eine gut funktionierende Lehre mit hervorragenden Professoren in einem Gebiet wie der BWL, wo man eben einfach Handwerk lernt, um Geld zu verdienen, na, das zieht natürlich viele Leute an. Und wenn sie es dann auch noch gut machen, wie das unsere BWL-Fakultät macht, dann ziehen sie eben auch die besten Abiturienten an. Aber das ist jetzt, finde ich, nur, das ist ein bisschen eng. Wir wollen ja nicht nur die Leute zum Geldverdienen erziehen, sondern wir wollen ja auch noch Leute haben, die vielleicht andere Dinge nicht minder schlecht oder gut auch noch machen. Und da haben wir also in der Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaft durchaus auch hervorragende Studenten, gar keine Frage, aber ich denke, da könnten wir auch noch attraktiver werden. Der typische Student oder typische Gymnasiastin, die dann sich überlegt zu studieren, naja, ich meine, Mannheim hat den Ruf, schwer zu sein. Es ist eben nicht so einfach, die schmutzige Arbeit zu machen. Also wer Soziologie machen will und verstehen will, wie funktioniert Immigration oder Familie oder so, und da muss man erst mal 2 Semester Statistik machen, wo man in der Schule dachte, oh Gott, bloß keine Binomialverteilung mehr. Und dann kommt man nach Mannheim und will für solche wichtigen Fragen arbeiten und muss aber erst mal einen ganzen formalen Apparat haben, mit dem man die Wirklichkeit überhaupt erst interpretieren kann. Das stößt viele ab. Und das müssen wir vermitteln, dass eben zum Beispiel die Soziologie kein Schwätzerfach ist, sondern eine harte empirische Wissenschaft. Und das heißt also, da haben wir auch also noch durchaus noch was an Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir kriegen hervorragende Studenten, aber ich würde mir wünschen, wenn in vielen Fächern eben auch diese Mannheimer Kultur, die in Deutschland in dem Sinne auch einmalig ist, stärker anerkannt würde und man uns die Bude noch mehr einrennen würde. Ich habe angefangen damit, dass man, also wir können uns die Studenten handverlesen aussuchen und das tun wir auch und sind stolz auf unsere Studenten. Aber natürlich sind das auch Fächer, die dann als schwer gelten und wo dann eben der ein oder andere Abiturient dann auch mal zurückschreckt. Das ist ja auch fast der Ausblick schon auf Ihre weiterführenden Ziele für die nächsten Jahre. Was haben Sie sich denn da als Rektor der Uni Mannheim für die Uni und für die Region und für die Wissenschaft vorgenommen? Naja, also es gibt ein paar Schwerpunkte, die man unter dem großen Stichwort, wir wollen wissenschaftlich herausstechen, zusammenfassen kann. Wo kommt gute Wissenschaft her? Wo kommt gute Lehre her? Durch gute Leute. Also im Grunde ist es immer die Frage, wie kriegt man die besten Leute an die Universität Mannheim? Gute Leute machen gute Arbeit in der Lehre, in der Forschung, überall. Und das ist unsere Maxime. Wie kriegt man Strukturen hin, wo Leute sagen, jawohl, in Mannheim möchte ich arbeiten, da möchte ich studieren, da möchte ich in der Verwaltung Programme entwickeln, da möchte ich in der Lehre sein. Und dann braucht man eben tatsächlich diese Art von Strukturen, die das ermöglichen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nachwuchswissenschaftler, zurzeit in Deutschland ein großes Thema, weil wir da durchaus Nachholbedarf haben in Deutschland. Die alten Strukturen, dass man über Jahre hinweg als Doktorand, Assistent, Habilitant und so sich in der Futterkette der Universität hochdienen muss, um dann irgendwann einmal ganz oben angekommen zu sein, wenn man Glück hat und dann Professor wird, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das wird in anderen Ländern anders gemacht. Da werden jüngere Wissenschaftler viel ernster genommen, haben viel klarere Chancen, Aussichten auf Professuren, definierte Karriereziele. Das ist in Deutschland noch unterentwickelt. In Mannheim sind wir dabei, ein Modell zu entwickeln, das hier international vergleichbar ist und sehr attraktiv ist. Wir haben in Mannheim alleine bei den Volkswirten inzwischen mehr Juniorprofessoren als an manchen baden-württembergischen Universitäten insgesamt. Einfach weil man hier darauf setzt, dass Nachwuchswissenschaftler im Betrieb groß werden müssen und sich dann profilieren und auch integrieren können. Dazu braucht man aber auch die Rahmenbedingungen, da braucht man auch die juristischen Rahmenbedingungen, aber auch die institutionellen Rahmenbedingungen. Das sind Dinge, an denen ich seit vielen Jahren arbeite und ich denke, wenn ich dann in 3 Jahren am Ende meines Mandats bin, dann werden wir also in Mannheim ganz sicherlich eine jedenfalls vorzeigbare
Karriereplanung für Nachwuchswissenschaftler haben mit den entsprechenden Modellen, die dann in Deutschland auch wirklich nicht üblich sind, sondern weit über das bisher Übliche herausgehen. Hier hat die Landesregierung in Baden-Württemberg einiges an Initiative entwickelt. Ich bin auch stolz, da sehr aktiv involviert gewesen zu sein. Wir sind noch nicht da, da ist noch viel zu tun, aber wir sind auf einem richtigen Weg in Baden-Württemberg. Die Graduiertenausbildung hatte ich genannt, in der Graduiertenschule eine stärkere Hinführung der jungen Wissenschaftler zur Forschung mit Blick auf fächerspezifische Methoden, aber auch Interdisziplinarität. Natürlich damit ganz eng verbunden die Frauenförderung, wo wir in Deutschland auch an der Universität nicht besonders gut dastehen. Ein Grund ist eben diese lange hierarchische Kette im universitären Hierarchiebetrieb, wo man eben gerade den Frauen, die am Anfang ihrer Lebensplanung stehen, mit Familienplanung und so weiter, auch die Möglichkeit geben muss, sich orientieren zu können, klarere Karriereperspektiven zu geben. Das entwickelt sich in solchen Modellen viel leichter. Also ich denke, wenn wir in 3 Jahren hier eine gute, modellhafte Entwicklung haben, die es jungen Wissenschaftlern leicht macht, nach Mannheim zu kommen, dann haben wir unsere Universität, glaube ich, nachhaltig zum Besseren verändert. Also da drücke ich Ihnen dann ganz kräftig die Daumen. Ist auch meine alte Universität. Aus den 80ern habe ich in Mannheim studiert, bis Mitte der 80er. Natürlich auch die Entwicklung verfolgt. Und ich glaube, man kann da auch stolz sagen, man hat in Mannheim studiert. Zumindest geht es mir so und vielen anderen Studentinnen und Studenten und Absolventinnen an sehr vielen Positionen hier in der Gesellschaft, auch international. Herr Professor von Tatten, ich drücke Ihnen für die nächsten Jahre Ihres Rektorats alle die Daumen, dass es so gut weitergeht, auch bei der Bewältigung dieser ernsthaften Fragen, was macht Volkswirtschaftslehre mit der Krise, wie vermittelt man das Studenten, wie gibt man auch jungen Leuten eine Wirtschaftsethik mit und gleichzeitig Berufsperspektiven. Das ist ja ein ganz breites Feld in dieser schönen Metropolregion als attraktiver auch Universitätsstandort. In dem Sinne, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und ich hoffe, dass wir noch sehr viel mehr mit der Universität Mannheim gemeinsam tun können. Vielen Dank. Ich muss auch sagen, ich habe mich gefreut, OKTV kennenzulernen. Ich hatte Ihnen ja vorhin im Vorgespräch gesagt, zu meiner Schande kannte ich es noch nicht. Da ist der Rhein irgendwie immer noch eine Grenze. Jetzt weiß ich es und nach Ludwigshafen komme ich auch immer wieder gerne. Dankeschön. Vielen Dank.